Das ist mein neues YouTube-Zimmer. Das ist das komplette Package. Zeige ich euch ganz kurz mal wieder. Die Katze ist hier am Austoben. Ich mache mal hinten die Tür zu. Das ist mein neues YouTube-Zimmer. Und dieses Zimmer, da habe ich tagelang wirklich daran gearbeitet. Meine Mutter hat mir auch sehr geholfen dabei, wie ich beim letzten Video schon gesagt habe. Und in diesem Zimmer, Leute, habe ich wirklich sehr viel Arbeit hineingesteckt. Ich mache mal ganz kurz die Beleuchtung an, damit ihr mich besser seht. Das Zimmer kennt ihr von meinen früheren Videos, das war eigentlich komplett weiß. Und jetzt haben wir zwei Farben gemacht, nämlich ein starkes Orange und ein starkes Türkis. Ja, Türkis, Grün. Und diese zwei Farben machen einen sehr starken Eindruck und sehr starkes Bild. Hier haben wir auch neue Beleuchtungen, Leute. Diese Beleuchtung, die hat mich von Anfang an schon wirklich geflasht. Das macht so einen coolen Flash. Ich mach mal kurz das Licht aus. So sieht das aus nämlich. Dann haben wir hier die Beats-Kopfhörer, die habe ich da dran gehängt als Accessoire. Hier Lichtbox, der Löwe, das YouTube-Banner. Was man hier sieht, das ist jetzt momentan mein neues YouTube-Logo. Das ist der neue Vorhang, Leute. Dieser Vorhang ist ganz neu, Leute. Das macht auch so einen coolen Flash mit diesem orange glänzende Gold. Das macht echt einen schönen Look. Dieser Kasten, den habe ich gefärbt, Leute. Dieser Kasten, der war eigentlich normal aus Holz. Dann haben wir hier in diesem wieder Türkis gemacht, da drin in diesem Schwarz drin, da habe ich auch eine Beleuchtung drin gemacht. Hier sind zum Beispiel die Mikrofone für YouTube, dann zeichnen, wie ihr wisst, liebe ich es ja zu zeichnen. Ich habe das iPhone, ja, ein anderes Objektiv und Parfums, ihr wisst Leute, man muss immer gut riechen. Die Softbox, die ist sehr wichtig Leute, mit dem mache ich eigentlich meine YouTube-Videos. Hier andere Leuchten und dann kommen wir schon zum Arbeitstisch. Auf diesem Arbeitstisch mache ich sozusagen mein YouTube-Video, schneiden etc. Da wird alles gemacht, Leute. Mit Schwarz wurde es bedeckt, der Tisch. Wieder so ein Orange, damit es mit dem Zimmer zusammenpasst. Lautsprecher, Licht, schwarzer Stuhl. Ein sehr schöner Teppich, der zu dem Ganzen dann auch nochmal wirklich schön passt. Wenn wir weitergehen, hier eine Lampe mit dem edelsten Kleidungsstück, was ich besitze. Das ist nämlich, zum Geburtstag hat das meine Schwester mir geschenkt. Eine MCM-Jacke, auch hinten mit diesem Aufdruck MCM. Genau, passt auch sehr schön zu dem Zimmer. Habe ich mir gedacht, das hänge ich einfach als Accessoire neben dem Schreibtisch und auch den Rosenkranz. Diese Beleuchtung geht auch. Natürlich sehr viel Licht im Zimmer. Ich weiß, Leute, extrem viel Licht. Auch hier viele Bilder. Zum Beispiel hier die Heilige Maria als Bild, hier das goldene Kreuz. Dann Leute, auf dieser Tür steht meine Leidenschaft, nämlich YouTube. Denn meine Hoffnung war es schon immer, in YouTube, auf dieser YouTube-Plattform berühmt zu werden und erfolgreich zu werden. Und deshalb habe ich mir das aufgehängt auf der Tür, damit, wenn ich mir das immer ansehe, Motivation bekomme. Wisst ihr, Leute? Dieses Bild habe ich gesehen, ich und meine Mama, und da habe ich mir gedacht, hey, das ist so geil, das nehmen wir jetzt einfach. Das Bild hat so eine Geschichte. Und irgendwie, wenn ich mir das Bild angucke, ey, ich bin dann in einer ganz anderen Welt. Das ist so Geschichte, ne? Hat eigentlich sehr gut zum Zimmer gepasst. Die ihr dann in Zukunft sehr oft in YouTube sehen werdet, nämlich diese schöne Ecke hier. Der Spiegel, der war aus ganz normalem Holz, das habe ich gemalt, in diesem wieder Türkis, damit es wieder zu dem Zimmer passt. Die Katze, die können wir auch schön zeigen. Alles gut? Gefällt dir das Zimmer? Alles schön? Sehr gut. Liebt es im Zimmer zu sitzen, denn dir gefällt das Zimmer. Dann gehen wir weiter. Hier sind meine ganzen Kappen-Collections mit meinen 13, 14 Jahren bis jetzt. Diese Kappe hier, die habe ich gerade an. Nicht wundern, dass ihr denkt, das ist frei. Diese Beleuchtung, die passt nämlich genau zu dieser Beleuchtung, die da drüben ist. Genau dieselbe, aber nur ein anderer Look. Und ich habe an diesem gleichen Tag beide gekauft, denn es passt einfach sehr gut zusammen. Ich habe mir gedacht, passt, sieht gut aus. Dann haben wir ein Bild, das bedeutet die Hoffnung. Alles ist schwarz-weiß, alles ist sozusagen dunkel, aber hier kommt ein Baum der Hoffnung. Und dieses Bild. Wann sind wir eigentlich schon wieder fertig mit diesem YouTube-Zimmer? Wie gesagt, es war ein ganz normales, weißes YouTube-Zimmer. Und jetzt ist es ein ganz ultra starkes Studio.
Ja, Leute, es ist extrem heftig. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Danke fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Lasst einen kräftigen Daumen nach oben. Wenn euch dieses Zimmer sehr gefallen hat, findet ihr, ich kann gut arbeiten? Findet ihr, ich kann es gut machen? Wenn ja, dann schreibt es unten in den Kommentaren und bewertet das Video. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Beste. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Peace out.